Grüß Gott. Grüß Gott, Sie wünschen? Ich möchte kömisch-ratholisch werden. Kömisch-ratholisch werden? Um Wimmels Hillen, wie kommen Sie radauf? Um Wimmels Hillen? Warum keinen Teudenfranz? Natürlich werde ich einen Teudenfranz aufführen. Es ist so schwer zu sterfen. Schwer zu sterfen? Soll ich Sprauter lächeln? Nein, ich frage mich nur, warum wollen Sie kömisch-ratholisch werden? Na, bei euch gibt es doch die Fündenzerbebung. Ach, Sie suchen die Fündenversebung. Wollen Sie Soße gründen beichten? Wie bitte? Soße gründen? Soße gründen? Na, ob Sie halt Gemd frähen oder sowas? Gemd frähen? Niemals. Ich kenn doch alle. Ich hab alle in mein Botiznuch notiert. Ein ganzes Botiznuch voller Soßer gründen? Das wird Zielfeit kosten. Bei Soßengründen würde ich zum Pfarrer im Sturrand gehen. Ah, Sie meinen, der Pfarrer im Sturrand ist beim Gemdfrähen Soßkrügiger? Das nicht, aber sein Gehörgerät ist kaputt. Herzlich willkommen zu unserer speziellen Corona-Firchenbührung. Gleich hier vorne sehen Sie die Scheiwasserschale. Ja, aber die Scheiwasserwale ist ja leer. Bestimmt eine Mykene-Hasnahme. Ja, natürlich. Wir brauchen ein Hygiene-Konzept in jeder Kirche. Dort drüben sehen Sie die Ergelempore. Von dort aus werden die Lierchenkieder begleitet. Welches Lierchenkied mögen Sie denn am meisten? Mein Lieblingslierchenkied ist Zeine Maid, steht in Heinendenden. Das hat so einen Tönenschext. Ihr Linderkein kommet. Ihr Linderkein kommet? Aber das ist doch ein Neiwachtslied. Ah, stimmt. Aber bis Neiwachten dürfen wir doch eh nicht mehr singen. Am Eingang gibt es außerdem ein Messinfektionsdittel. Aber jeder nur ein schlinsiger Wock. Ein schlinsigen Wock, Messinfektionsdittel? Aber wir sind doch hier nicht beim Tresipenten von Amerika. Nein, der bräuchte einen Schlosenkrock. Aber bitte, wurmen Sie Keiter. Wir lassen nur jede zweite Rankbeihe belegen. Aber das ist jetzt doch sicher sehr schwer für Sie, nur jede zweite Rankbeihe zu benutzen. Nein, das kennen wir. Das hat schon vor Corona gereicht. Macht ihr jetzt auf Mirchenkodernisierung? Mirchenkodernisierung? Brauchen wir nicht. Wir gehören zu den Latitionatristen. Zu den Latitionatristen? Warum habt ihr dann eine Homepage, Facebook und Instagram? Angeblich brauchen alle Garbvermeinten sowas. Ist angeblich biblisch, wegen der Geschichte von Jesus und den Fischen. Jesus und den Fischen? Na, diese Geschichte am Genezareth, da waren die Fische auch im Netz. Gibt es eigentlich eine Nandy-Hummer vom Pfarrer? Die Nandy-Hummer vom Pfarrer kenne ich nicht. Ach so, aus Schadendutzgründen. Nein, nicht wegen dem Schadendutz. Er hat einfach keins. Ich wünsche mir mehr Kindergottesdienste. Du meinst sowas wie Satzschucher und keine Kirche? Genau, wir sollten noch viel mehr ausprobieren, damit uns alle sterven können. Wieso? Wer sterfet uns denn nicht? Wir haben doch keinen Frachspäler. Einen Frachspäler nicht, aber Kirche ist doch oft sehr konservativ. Da wachsen ja selbst dem Herbst graue Paare. Ja, dann lass uns den Wollen Nein in Schleue Neuche füllen. Schleue Neuche statt Herbst mit grauen Paaren? Wumsohl! Wumsohl! Wumsohl.